Guten Morgen allerseits. Heute wollen wir wieder aufbrechen zu einer Wanderung. Und bevor ich euch sage, wo es hingeht, wollte ich euch noch kurz was hier auf dem Parkplatz zeigen, was mir aufgefallen ist. Seht mal, ein riesengroßer Parkplatz. Ich stehe hier auf dem Parkplatz Gunzesried Säge. Und der ist riesig, ne? Und schaut mal, das sind alles Wanderer, die da stehen. Die wollen heute wahrscheinlich kilometerweit wandern. Und schaut mal, wo die sich positioniert haben. Genau am Parkautomaten, dass sie nicht so weit zum Parkautomaten laufen wollen, obwohl sie ja weit wandern wollen. Der ganze Parkplatz ist leer, aber alle, die gekommen sind, stellen sich an den Parkautomaten. Das ist doch ein Zeichen, dass die Menschheit von Grund auf faul ist. Wir sind hier auf dem Parkplatz und gehen jetzt hier so rechts hoch. Das ist jetzt aber eine Skitourkarte. Wir gehen natürlich Wanderwege. Unser Parkplatz liegt natürlich wieder an einem Gewässer. Keine Ahnung, wie es heißt. Und mit dieser schönen Aussicht geht's los. Hier ist übrigens die Säge, die dem Ort den Namen gegeben hat. Start ist wieder ein gemütlicher Wanderweg. Schaut mal, und dahinter den Bäumen, da ist der Parkplatz. Der kostet übrigens für 12 Stunden 3 Euro und für 24 Stunden 6 Euro. Jetzt macht uns irgendein Gesetz hier einen Strich durch die Rechnung. Hier ist Wildschutzgebiet und der Wanderweg ist gesperrt. Und da es noch nicht 30.04. ist, darf ich jetzt hier nicht lang gehen. Wir gehen jetzt einfach hier geradeaus weiter. Und hinter dem Wildschutzgebiet berghoch. Na, jetzt sind wir irgendwie schief gelaufen. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder rausfinden. Der Zaun endet natürlich dort unten am Bach. Mal gucken, ob wir da eine Übergangsstelle finden. Er endet nicht am Bach. Die haben für uns noch ein bisschen Platz gelassen. Das haben wir jetzt schon mal geschafft. Reset. Wir starten bei Null. Wir haben uns jetzt einfach entschieden, die Straße hier entlang zu einer Alm zu wandern. Und von dort aus gehen verschiedene Wege ab. Da entscheiden wir uns dann vor Ort, wo es weitergeht. Da ist der Ort Gunzesrieder Säge. Ich habe gerade gesehen, meine Schuhe, die sind eigentlich echt gut von der Griffigkeit her. Und die haben auch einige Jahre gehalten. Aber jetzt müssen sie bald ersetzt werden. Wasserdichtigkeit ist nicht mehr gegeben. Hier ist übrigens eine Mautstraße. Kostet, habe ich vorhin gelesen, 5 Euro. Weniger als 5 Euro. Ich gucke gleich nochmal. Also man kommt noch nicht durch. Es besteht noch die Wintersperre. Oder vielleicht auch die Corona-Sperre. Jegliches Befahren ist verboten. Hier ist irgendwo eine Kamera. Okay, na wir laufen ja. Das scheint da zu sein, der Stüben. Sind wieder einige Höhenmeter. Also, wir sind jetzt hier. Wir haben jetzt die Möglichkeit, gleich nach links abzubiegen. Aber ich glaube, das ist einfach zu weit nach der Wanderung von gestern mit Cassie. Die ist ganz schön K.O. Und ich vielleicht auch. Oder wir gehen jetzt geradeaus oder besser gesagt rechts lang und dann hier zu diesem Stüben. Ein schönes, unbefahrenes Tal. Ich bin ja sonst so ein eher Bergbegeher, aber dieses Hochtal ist auch wunderschön. Hier wird der Weg begleitet von diesem Flusslauf oder Bachlauf. Und ich bin auch schon jetzt inzwischen auf 1000 Höhenmeter angekommen und laufe jetzt einfach weiter bis zum Ende. Da sollen es wohl 1300 dann sein. Mal sehen, wie weit es noch geht. Also wir haben uns noch mal umentschieden. Hier würde es zum Stüben gehen. Das würde 2,25 Stunden dauern. Aber da wir jetzt schon so viel Zeit vergeudet haben, haben wir uns entschlossen, hier einfach weiterzugehen bis zum Ende. Und dann kommen wir an eine Alm oder an den Scheikwang. Cassie hat wieder Durst. Haben wir einen Wasserfall entdeckt, aber wir finden keinen Weg dorthin. Mal schauen, ob wir hier einfach über die Wiesen wandern können. Können wir, unten sind wir schon mal angekommen. Mal gucken, ob wir da hinten.
auch noch hinkommen. Jetzt haben wir ganz schön viel Zeit hier vertrödelt. Bestimmt 2 Stunden. Mit Lunch und Fotos machen und so weiter. Also wir werden heute nicht mehr so weit kommen, aber wir gehen jetzt trotzdem weiter. Stimmt, Cassie? Cassie, tun wir jetzt weiter? Dann los. Dahinter ist übrigens der Wasserfall. Weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Ich sehe nämlich gar nichts, weil es so hell ist. Ich hoffe, ihr seht das. So, und dann kommt er hier lang, geschlängelt. Geht unter die Straße hindurch. Und führt zur anderen Seite in den Schnee. Und hier führt er die ganze Zeit neben der Straße. Und schaut mal, hier oben. Da stehen mitten im Wald so Felswände. Das erinnert mich so ein bisschen an die Sächsische Schweiz. Ich verlinke euch das Video mal hier oben, wo ich am Malerweg entlang gewandert bin. Durch die Schneeschmelze kommt jetzt das ganze Wasser nach unten. Jetzt bin ich schon so weit oben, dass hier immer noch Schnee liegt auf der Straße. Müsste jetzt bei 1000 Meter oder 1100 Meter sein. Oh je, hier ist ein Mensch zu Tode gekommen. Im Jahre 2000. So, jetzt sind wir im hinteren Tal angekommen. Schönes, ruhiges Tal. Und was mich immer so beeindruckt, wie kommt hier schnelles Internet her? Ja, die bereiten jetzt alles für die Sommersaison vor. Hier sieht man auch schon, sind stellenweise neue Pflöcke für den Zaun schon fertig. Bald können die Kühe hier auf die Weide. Der hat den Dung hierher gebracht. Wir sind jetzt bei etwa 1300 Metern und hier ist noch echt viel Schnee. Schaut doch mal, wie viel Schnee hier liegt. Hüfttief. Ich stehe oben, Cassie unten. Komm mal hoch, Cassie. Also wir gehen jetzt hier schon 1,5 Kilometer auf so hohem Schnee. Wisst ihr, wie es sich läuft? Oh je, das Ziel ist noch nicht in Sicht. Schaut mal, so hoch ist der Schnee hier. Wir stapfen immer noch. Wird ja hoffentlich nicht durchbrechen, wenn wir darüber laufen. Es hat gehalten! Yeah! Es kommt immer näher. Gleich haben wir es geschafft. Ja! Wir haben es geschafft! Cassie! Ach, Cassie, guck nur, was es zu hören gibt hier. Thank you.
letzten fast 8 Kilometer sind wir gekommen. Da steht unser Auto. Sind wir jetzt 1300 Meter hoch, ein bisschen drüber. Und jetzt ist es wieder ganz schön frisch. Man sieht es auch am Schnee hier oben noch, sodass wir uns wieder anziehen müssten. Aber trotzdem blühen die Krokusse hier auf der Alm. Hier sind wir los. Dann sind wir einfach die Straße hier lang gegangen bis hier. Es sieht jetzt echt nicht weit aus, aber wir sind um 10 Uhr losgegangen und jetzt ist es 16 Uhr fast. 1311 Meter. Ja, und ursprünglich wollten wir ja dort oben hin. Dort oben zum Stüben. Aber der Naturschutz geht vor. Cassie ruht sich noch ein bisschen aus und schaut mal. Dort am Schornstein ist ein Edelweiß. Ich habe noch nie ein Edelweiß gefunden. Habt ihr schon mal ein Edelweiß gefunden irgendwo? Hier ist eine Wildtränke versteckt. Mit Wasserhahn. Bis jetzt sage ich noch, runter geht besser. Meine Füße sind klitschnass. So, 1 Kilometer haben wir jetzt hinter uns, aber es ist noch kein Ende in Sicht und meine Schuhe sind klitschnass. Die kann ich am besten gleich hier lassen, da sie ja sowieso kaputt sind. Wir haben es geschafft, die Sonne hat uns wieder. Hier rauscht jetzt das geschmolzene Schneewasser und wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Unter den nassen Füßen. Da macht eine Yoga, so wie ich das immer mache. Schönes Plätzchen suchen und dann geht's los. Sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer Wanderung.